Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Guck mal, es will. Ach, nee, ich mach nicht schon mal neu. Spätestens jetzt sollte ich es tun, aber egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emergency 4, nee, Emergency 5. Wir befinden uns heute wieder mal in der Emergency 5 Blütenscheid-Modifikation 1.0.1 mittlerweile. Normalerweise ist es ja so, ich spiele immer noch einen Einsatz, bevor ich anfange, aber gerade hat sich das hier anders ergeben. Ja, komm, ruf nochmal den. Ich muss mal ganz kurz mich darum kümmern, bevor wieder, während ich irgendwas irgendwie quatsche, hier Leute sterben. Das will ich nicht. Deswegen können wir mal ganz kurz hier einen HLF und einen ILW schicken. Den hätte ich eigentlich weiter hinten packen sollen, egal. Den Funkwagen, der sollte eigentlich mal hier absperren, also kann er sich mal hier hinstellen. Ja, und die RTWs, die müssen sich ja auch hier irgendwie einreihen. Ein Neff mal vorsichtshalber mitgeschickt und zweite RTW. So, also, wir befinden uns auf der Lünscheid-Karte. Und ich habe ein bisschen was zu erzählen tatsächlich. Einerseits muss ich ehrlicherweise erstmal sagen, B0, Buschbaumbrand. freue ich mich sehr, mal wieder spielen zu können. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang nicht da und hatte auch eine Zeit lang keine Lust aufzunehmen, weil ich mir dachte, aha, ich habe ja jetzt genug vorproduziert, jetzt kann ich ja wieder Pause machen. Aber letztendlich habe ich Bock zu spielen. Also, tja, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Nee, jedenfalls, ich habe sehr viel Bock auf Emergency. Besonders hier gerade auf die Lüdenscheid-Mod, weil es neu. Und macht auch sehr viel Spaß, wirklich. Also, wer sie noch nicht gespielt hat, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, das unbedingt zu tun. Ja, komm, bleib mal um. Sie können ja ruhig vorbeifahren hier, das ist ja kein Problem. Ich muss aber die Straße hier vorne absperren. Ja, wer noch nicht hier, so. Eigentlich müssten die erste Hilfe leisten, aber wir sind diesmal mal nicht so. Ja, wer das noch nicht gespielt hat, soll es auf jeden Fall tun. Ich bin auch der Ansicht, dass generell Freunde von Emergency, die das Spiel noch nicht gespielt haben, sollten es auch tun. Auch wenn ich natürlich finde, Emergency 4, besonders durch die Mods für Emergency 4, ist einfach Kult. Aber besonders durch diese Mods, wie auch ganz viele andere Mods, lohnt es sich auf jeden Fall, überall mal reinzuschauen. Lass mal ganz kurz konzentrieren hier. Ich muss da auch nochmal kurz mit euch was machen. So, hier ein zweiter Kegel hin. Du kümmerst dich jetzt mal darum. Seid ihr beide ausgestiegen? Seid ihr überhaupt ausgestiegen? Habe ich das befohlen? Ach, keine Ahnung. Ja, ich drück mich ein bisschen vor dem, was kommt, aber wird schon. Aber wir machen erstmal ganz kurz hier weiter, damit ich mich nicht durch jetzt dadurch ablenke. Was haben wir hier? Gebrochener Arm. Normalerweise nehme ich den ersten Einsatz ja nicht mit, aber das ist gleich so ein ausführlicher gewesen. Da konnte ich jetzt nicht nein sagen. Umweltschutz, hol dir mal Bindemittel. TH1, auslaufende Betriebsstoffe. Oh, ihr nehmt ihn mal mit. Ist der Herr Polizist da? Jawohl, dann gönn dir mal den Beweis da. Was haben wir hier? Brauchen wir ein ÖSF? Kurze Strecke, aber können wir ja mal mitholen. Haben wir hier überhaupt ein ÖSF, ist die Frage. Müssten wir aber eigentlich, oder? Wir sind ja, wie gesagt, hier auf der Lüdenscheid-Karte. Ich weiß nicht, ob ich das schon jetzt gesagt habe. Da ist er. Vom Chemiepark. Ja, okay. Und noch ein Streifenwagen. Wie ein HLF wäre nicht schlecht. Muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, hier auf einer anderen Map zu sein. Oh, ist ein großer Streifenwagen. Oh, du bist mittlerweile da. Mal kurz den Lüfter vom PC anschmeißen, bevor hier alles überhitzt. So, einmal hier handeln. Ihr könnt schon losfahren. Pol, Protestkundgebung.
So, sichern wir mal die Fahrräder. Eine Großdemo. Ja, komm, ich kann mir die Einsatzstufe auch direkt wieder runterschalten. Das ist noch eins. Den ILW, den brauchen wir jetzt nicht. Den schicken wir auch wieder wegschicken. Oh, guckt hier. Hat sie schon Abschlepp angerufen? Nee, erst noch nicht. Aber guckt sich noch das Fahrrad an. RD, hypertensive Krise. Ja, jetzt schild doch mal ein bisschen hier. Ich muss doch. Alles der Reihe nach. Hypertensive Krise. Weiß ich nicht mehr, ob man da von uns das brauchte. Da müssen wir mal, hier kann ich ja ganz kurz gucken, gibt es hier eine Demo? Verändern eine Demonstration. Kann ich auch einfach sagen, absichern von Demonstrationen? Mal gucken, was der mir hinschicken möchte. Ja, können wir mal einen Pumpfang holen. Motorrad würde ich jetzt mal nicht unbedingt dafür holen, aber jetzt sein muss. MTW. Halbgruppenwagen. Nur ein Halbgruppenwagen, aber nicht mehr. Kraftwagen, Verzeihung. Könnt ihr ruhig mal hier das komplette Kommando dafür rufen. Das ist jetzt auch kein Problem. So wie ein Rettungswagen wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht zur Absicherung. So, der Wasserwerfer hier mal in Bereitschaft. Und der RDW auch. So. So, jetzt kann der erstmal Lastalles ankommen. Währenddessen macht ihr euch mal fertig. Einmal hier Ölbindemittel. Und einen Tank stopfen wahrscheinlich noch. Oh, du hast alles aufgenommen. Perfekt. Was hat die Person gehabt? Eine Platzwunde. Wir brauchen hier also keinen Notarzt. Der Notarzt kann wieder weg. Die Polizei kann schwer mal die Straße freiräumen. Kreislaufkollaps. Ja, kommt sofort. Die Feuerwehr kann abrücken. Die Polizei kann auch hier bleiben erst. Oh, bei der Abschleppbank ist auch schon da. Dann kann die Polizei auch gleich abrücken, wenn wir hier fertig sind. Behalten wir das mal hier. Ein Überblick. So, Feuerwehr kann hier auch abrücken. Hypertensive Krise können wir mal anfangen zu behandeln. Kreislaufkollaps schicken wir einen Rettungswagen. Großdemonstration können wir uns jetzt mal angucken. Die sind alle Verbrecher. Das ist schlecht. Du bist auch schlecht. Ich schicke dich lieber mal auf Patrouille. Dann kann stattdessen der Streifenwagen sich dahin gesellen. Weil wenn der Motorradfahrer da verwundet wird, kriegen wir wahrscheinlich ein Problem. Dann können wir wahrscheinlich das Fahrzeug nicht mehr so easy wegschicken. Okay, hypertensive Krise war mit Notarzt. Wie gesagt, das ist alles so lange her. So, kannst du weg. Die Polizei sollte auch fertig sein. Das ist der Diskus, der kann zurück zur Wache. Das müsste die Warnungspolizei sein. Ist das hier abgeschlossen? Ist das abgeschlossen? Das ist nicht abgeschlossen. Brauchen wir nochmal die Feuerwehr. Hab ein paar Sachen vergessen. Ja, das stört die Tür. So. Das ist aber abgeschlossen, wenn das ÖSF jetzt da ist. So, mach mal deinen Job. Hier kommen noch Fahrzeuge, da warten wir mal noch. Kreislaufkollaps ist noch nicht vor Ort. Notarzt eingetroffen, steht sehr nah am RTW dran. So, die machen das schon. Kreislaufkollaps scheint hier unterwegs zu sein. Jawohl. ÖSF ist fertig.
gehen wir uns hier schon mal in Bereitschaft. Aber wir warten noch auf den Wasserwerfer, weil das ist echt eine richtige Menge an Leuten. Haben wir vielleicht Gefängniskraftwagen? Ja, haben wir. Den brauchen wir vielleicht auch. So, Kreislaufkollaps ist eingetroffen. Kann abtransportiert werden. Notarzt kann ins Fahrzeug. Es wird nur abgeschleppt. So, hier müssten wir noch einiges machen. Wir mussten nämlich noch den Kanaldeckel abdichten. Das ist natürlich nicht auf dem Fahrzeug drauf, das wusste ich. Was ist ihr das mit der Sprühflasche gemacht? Okay, dann brauchen wir doch keine Feuerwehr. Aber mit welchem Fahrzeug machen wir das denn mit der Stadtreinigung? Rufen wir mal die Stadtreinigung und einen Rüstwagen. Der müsste das an Bord haben. So. Wasserwerfer ist vor Ort. Oh. Na, fixt sich das Problem? Falls ihr übrigens dieses Problem habt, drückt F7. Es kann passieren, dass es dann gelöst wird. Es kann auch passieren, dass es nicht gelöst wird, so wie es bei mir der Fall ist. Bei mir ist das Spiel abgestürzt, das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Erneut mit dem ersten Einsatz TA1 Verkehrsunfall. Und wir gehen jetzt mal systematisch hier ran. Wir sehen zwei zusammengestoßene Fahrzeuge. Schicken schon mal deswegen ein HLF und ein RB raus. Wir brauchen die Polizei an der Einsatzstelle. Ein Einsatzleitwagen schadet auch nie. Und schon mal ein Notarzt sowie zwei RTBs vorausgeht. Ja, wir haben hier ja ein kleines Gelände, wo wir unsere Fahrzeuge drauf versammeln können. Allerdings hier das HLF und den Rüstwagen, den können wir einmal ranstellen. TH1, Verkehrsunfall. Wird die Straße wohin überhaupt? Jein, okay. Dann ist das hier sowieso alles nicht so das Problem, dann können wir die auch hier stellen. So, Zeugen sind auch da, wir lassen die jetzt erstmal ranfahren. Und einen zweiten Verkehrsunfall haben wir auch noch an einem Kreisverkehr. Gut, da reicht uns ein HLF, wieder ein Streifenwagen, Notarzt. Das sollte reichen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... Na, wir gucken mal. HLF schicken wir hier hin. RD, gestürzte Person. Den Streifenwagen schicken wir hier hin. Eigentlich möchte ich die Auffahrten nicht unnötig verstopfen. Mich interessiert aber mal... Was ist das? Hab ich mal vergessen. Ein Störlitz. Ja, den brauchen wir nicht. Stadtreinigung wollte ich hier hinschicken, ob wir die hier vielleicht brauchen werden. Wegen den Spuren hier. Dabei war ich mir eben zu unsicher, bin ich mir immer noch, deswegen probieren wir einfach aus. So viel habe ich die Mod nicht gespielt. Generell privat spiele ich eigentlich nur noch selten. Ich nehme eigentlich immer alles auf. Aber so können wir alle zusammen was lernen. Oh, der Streifenwagen ist da. Wir können hier schon mal Sand umleiten. Groß was aufstellen müssen wir hier gar nicht. Die können ja schon mal hier direkt befragen. Ja, Absperrband hat er gar nicht dabei. Perfekt. Ich sperre echt den. Eigentlich müsste ich den Kreisverkehr komplett absperren. Packen wir mal hier jeweils einen Kegel hin, das sollte erstmal reichen. So, wie viel? Jetzt sind hier schon da.
unzureichend, aber Polizeiwagen. Oh, frag mal. Der kann sich einstellen auf Umleiten. So, die Gruppenführer an einer Seite geben ein paar Sekunden. Können wir mal hier ganz kurz Rettungsschere rausholen. So, wie schon mal Bindemittel und Kanaldeckkissen haben wir nicht an Bord, aber der Rüstfang ist ja auch unterwegs. So, der kann da mal gucken. Okay, machen wir mal. Hier überfahren wir auch direkt. Wo ist der? So, nehmen wir mal auf. Oh, hier machen wir genau dasselbe. So, hier haben wir jetzt kurz was absperren. So, dann inspektieren wir das Fahrzeug an. Der kann sich hier mal eine Rettungsschere holen. Stadtreinigung. Ah ja, die sind wirklich dazu da, um Sachen wegzumachen. Perfekt. Dann wissen wir jetzt auch, was die können. Ich muss nur noch den Punkt dafür finden. Machen wir aber was, wenn das Fahrzeug da ist. So, jetzt können wir denen auch sagen, hier kommen. Okay, kann man nicht sagen. Dann sagen wir den halt hier mal. Wahrscheinlich kann man denen das nicht sagen, weil sich dann erstmal jemand das holt. Gebrochene Arm haben wir jetzt hier auch nochmal einen zweiten reinbekommen. Kein Problem. Schicken wir einen Rettungswagen hin. Hier rum. Da ist doch so rum richtig, oder? Ja. Ich weiß nicht, wieso der da falsch rum steht. Aber eigentlich kommen die doch von hier. Oder fahren die hier rum? Ach, keine Ahnung. Egal. So, Notarzt. Einmal hier, der hält sich das Bein. Das sieht aus wie ein gebrochenes Bein dementsprechend. Der Rüstwagen ist da. So, Kollegen, was könnt ihr denn so? Habt ihr vielleicht ein Kanaldischkissen dabei? Habt ihr, perfekt. Dann brauchen wir das hier überhaupt? Wir brauchen das hier gar nicht. Ja, perfekt. Aber Leck abdichten könntet ihr doch mal. Holt euch mal einen Tank stopfen. So, bei dem da. So, das sieht mir nur noch ein gebrochenes Bein aus. Das sieht schon härter aus. Hier, da brauchen wir wahrscheinlich auch gleich den Notarzt. Hier können wir schon mal abtransportieren. Ja, was hat er? Hirnblutung, okay. Sehr schwierig. Die Feuerwehr stört mich hier ein bisschen, muss ich sagen. Die können ja eigentlich mal abdrücken. Hier muss wohl auch noch die Unfallstelle gereinigt werden. Können wir ja auch mal die Stadtreinigung hinschicken. Die Fahrzeuge können abgeschleppt werden. Und die machen das da schon. So, wie sieht die andere Stelle so aus? Ist mir schon wieder dasselbe wieder passiert? Ah ne, die Person lebt. Gut, Gott sei Dank. Patienten. Unfallstelle reinigen. Fahrzeugwracks. Okay, hier gibt es anscheinend kein Problem. Mit dem Tank. Also könnte der hier auch problemlos mal einen Abschleppwagen rufen. Und die Stadtreinigung könnte jetzt hier echt langsam das Chaos mal wegmachen. Halt, da.
So. Feuerwehr kann einrücken. Okay, da geht's nicht gut. So, die haben den fertig, dann machen wir hier mal weiter. Können wir die Einsatzstufe erhöhen, perfekt. Der fährt schon weg. Die Stadtreinigung hat auch ihren Job getan. B2, ausgelöste Brandmeldeanlage. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage, natürlich. Ja, fahren wir auf Streife. Da. Einsatz für den Löschzug. Wo sind denn hier Hydranten? Halten wir uns mal straßennah. Der kann abtransportiert werden. Okay, die Einsatzstelle muss nicht aufgeräumt werden. Muss mich noch dran gewöhnen, dass man nur auf die Task hier oben gucken muss und nicht überall dasselbe tun muss. Zwingend. Aber ist ja alles kein Problem. So, brauchen die ein Heli oder kriegen die es auch so hin? Wahrscheinlich wäre Heli bei einer Höhenblutung sehr schlecht, denke ich mal. Deswegen kriegen die es auch sowieso hin. So, schicken wir den weg. Der kann da einsteigen. Die sammeln wir wieder ein. Können wir die Unfallstelle gleich wieder freigeben. ASF ist ja unterwegs. Dann schauen wir mal, was noch so auf uns wartet. Gucken wir mal ganz kurz, ob die hier spezielle Behandlung brauchen. Brauchen sie aber auch nicht. So, bereiten wir mal Löschangriffe vor. Einfach nur vorsichtshalber. Und wieder die Frage nach dem Hydranten. Okay, die kommt da rein, haben wir noch irgendwo einen aus allen rein. Dann sollen die den da rein schließen. Hier zwei. Der kann nicht erkunden, aber der kann auch nicht erkunden. Das ist der Einsatzleiter tun wahrscheinlich. Oder in dem Fall der Gruppenführer. Okay, wir können anscheinend gar nichts erkunden, also können wir einfach den Alarm zurückstellen. Oder können wir da rein mit einem... Brauchen wir das irgendwas Verkehrsunfall. Ah ja, schön. Okay. Nehme ich. Dass das so kommt, das war jetzt natürlich sehr glücklich oder unglücklich, je nachdem, wie man es sehen möchte.
weiß ich auch nicht. Dann können wir die dann wahrscheinlich einfach ausmachen. Eddie, gebrochener Arm. F7? Perfekt. Okay, das hier ist alles sehr glimpflich verlaufen. Das heißt, wir können hier mal auch ganz kurz die ganzen Leute zurückschicken. Das zweite HLF benutzen wir gleich weiterhin noch. Aber erstmal sichern wir die Einsatzstelle. Parker hat das kleine Fahrzeug ja nicht dabei. TH1, defekter Schaltkasten. Stördienst. Gebrochener Arm. Jetzt will ich den Kleineinsatz hier durchnehmen. So, und dann packen wir da noch einen hin. So. Dann können wir mit dem mal reden. Du schnappst dir mal schnell eine Rettungsschere. Hier sind sehr viele Leute verwundet. 2, 4. Brauchen wir noch 3 Rettungswegen. 2 Notärzte schicke ich mal mit. Dann sperren wir die andere Straßenseite auch noch ab. Dann packen wir die alle hier hin. B0, Buschbaumbrand. So, B0 noch kurz reinbekommen. Reicht uns ein Tanklöschwagen. Kommt aus der Hauptwache, müssen wir uns keine weiteren Sorgen machen. Na gut, schicken wir mal vorsichtshalber noch ein Löschfahrzeug mit, kommt ja aus der Freiwilligen. Dauert also einen Moment. So, kannst du anfangen zu schneiden? Ich hätte gern mein HLF hier wieder. Das ist ja eigentlich noch gerade irgendwie in der Nähe. Ich habe das nur zurückbeordert, damit es schnell zusammenpackt. Sich um den Verkehr kümmern. Dann willst du denen hier sagen, so ja. Fahr einfach mal ganz kurz hier so zack rum. Ja, sehr schön. Pol, Amokläufer. Ein Amokläufer. Ah, ja. Schicken wir auch mal schnell noch ein Fahrzeug hin. Wir müssen aber das hier mal Augenschein verhalten. Brauchen sie hier irgendwas Spezielles? Ne, brauchen sie nicht, okay. So, der sieht schon schwer verletzbar aus da. Der Amokläufer haben wir hier. Wo ist denn der nächste? Da ist der Streifenwagen. 2 Brände, noch keine verletzten Personen. Der kann sich mal direkt da anschließen. Der Rettungswagen kann mal wegfahren. Der Streifenwagen, da geht mir ein bisschen auf den Nerv. Der kann jetzt mal ganz kurz an die Straße da fahren. Buschbaumbrand, Tanklöschwagen löschen. Oh, das ist ein schönes Tanklöschfahrzeug. Lass mal das Fahrzeug begutachten.
TH1 hat sich ausgebreitet. Brauchen wir jetzt auch ein Löschfahrzeug für. Oh, hier können wir die noch kurz sagen. Ausweichen. Polizeiwagen ist vor Ort. Dann einmal festnehmen. Der Kollege geht mal hinterher mit Pfefferspray. Oh. Hier weiterschauen. Der Kollege sieht auch schwer verletzt aus. Der kann schon wieder weg. Was hat der Kollege? Platzwunde. Kann auch keine notärztliche Behandlung zwingend. Die braucht wahrscheinlich auch keine notärztliche Behandlung, aber ist ja gerade vor Ort. So, den nehmen wir mit, den Kollegen. Ist aber noch nicht fertig. Wir haben hier oben noch die Brände. Deswegen könnt ihr euch mal ganz kurz ausrüsten. Ich schicke euch gleich auch nochmal einen Streifenwagen hier hin. So, machen wir erstmal eine Zweifachverbindung. Hydranten in der Nähe haben wir auch, sehr gut. Dann einmal hier. Kriegt natürlich noch einen Streifenwagen. Oder ein Motorrad. So, ihr macht das schon. Anfangen zu behandeln. Einsatzleiter brauchen wir nicht mehr. Feuerwehr kann abrücken. Das ist ja ein interessantes Blaulicht, was der Rettungswagen hier hat. Eine sehr langsame Frequenz, aber sieht schon nice aus. So, was hatte der jetzt hier? Oder die? Gebrochener Arm, braucht auch keine weitere Behandlung. Und der braucht noch ein bisschen. Der. Blut, oh. Der braucht weitere Behandlung. Dann können der Notarzt mich mal da einfinden. Eddie, gebrochener Arm. Die Polizei kann jetzt langsam mal die Unfallstelle übernehmen. Damit hier währenddessen schon mal die anderen Kollegen von Abschleppunternehmen anrücken. Dann können wir nämlich auch die Straße wieder freiräumen. Dementsprechend kann der wieder auf Streife. Das Fahrzeug kann abrücken. Hier ist immer noch kein Fahrzeug vor Ort. Braucht aber ganz schön lang. Hier haben wir einen gebrochenen Arm. Sachen ja auch weg. Straße ist zwar noch gesperrt, aber bis die Abschleppwagen da sind, das sollte alles kein Problem sein.
Ja, das behebt sich hoffentlich von selbst wieder. Hier reicht es mir. Die haben natürlich jetzt keinen Schnellangriff dabei. Dann bauen wir halt noch mal ganz kurz was auf. Cool, Mord. Und wieder Mord. Dann könnt ihr mal die Streifen wegen sich auf dem Platz versammeln. Das ist keine Treppe, oder? Ne. Sah nur so aus. Oh, mal ganz kurz hier an den ganzen. An den ganzen Gebäuden irgendwie vorbeifriemeln. So. Dauert mir zu lange, machen wir ein zweites. Sehr gut. Haben wir das ja auch erledigt. Also, ich wollte mal über was sprechen, bevor ich jetzt überhaupt nicht mehr dazu komme. Und zwar geht es um B1 PKW-Brand. Und zwar geht es um Zusammenspiel mit der Community, Community Server und sonstiges, was damit zusammenhängt. Das kommt auch nochmal bald, hoffentlich, wenn ich mich dazu selbst überwinde, in einem eigenen Video. Aber ich wollte nochmal auf jeden Fall ansprechen, dass ich eine Lösung gefunden habe, mit euch zusammen zu spielen, zumindest für die Leute, die daran Interesse haben. Und dass das nicht mehr so lange dauern kann. Und hoffentlich bald von mir umgesetzt wird. Alles kommt dann nochmal in der Ankündigung oder in einem Infovideo, nachdem wie ich das verpacke. Und das wird dann auch für mich sehr spannend. Ach, schon wieder so einer mit dem coolen LED-Streifen. Ah, das ist schon schön. Kleiner Leck. Wohl vor Ort. Ah, leckt hier anscheinend gerade ein bisschen. Wir müssten doch noch irgendwo einen Tanklöschwagen haben, genau. So, gebrochener Arm ist auch abgeschlossen. Dann einmal mitnehmen. Realistisch gesehen müssten die doch jetzt eigentlich hier Felder runter. Also ich würde gerne absperren, ich kann es aber leider nicht. Wo bleibt denn die Feuerwehr? Die ist unterwegs. So, dann machen wir mal schnell einen Angriff hier. Müssen die Person da rausholen. Dann machen wir auch ruhig so einen Angriff hier. Das ist jetzt auch nicht das Problem. So geht's schneller.
Hydranten sehe ich da vorne. Der Wasserkopf holt den Hydranten an. Der Lotus ist noch nicht vor Ort. So, machen wir das Ding mal auf. Arzt lässt sich Zeit, aber fährt auch ohne Sondersignal, hält sich demnach an die Verkehrsordnung. Sehr schön. Oh, man kann mittlerweile ranzoomen. Vergiftung, Überdosis. Ging das schon immer? Wahrscheinlich. Ich habe es wahrscheinlich einfach nie ausprobiert. Interessant. Einsatz für den Rettungsdienst. Auch ohne Dach. Jetzt wäre es natürlich noch wahrscheinlich viel zu viel verlangt, aber halt richtig cool, wenn hier aus den Korridoren die Leute zu den Fahrzeugen rennen, ihre Jacke überwerfen und dann das Fahrzeug steigen. Vielleicht dann irgendwann mit der Emergency 8 in und einer Mod, die irgendwann 2100 rauskommt, 2104 oder so, keine Ahnung. Das wäre ja... Das wäre schon sehr heftig. So, der ist mittlerweile da. Der ist der Notarzt, du bist der Notarzt. Das ist aber noch nicht so richtig, dass der Notarzt von der Berufsfeuerwehr ist. Das ist mir, glaube ich, schon mal aufgefallen, weil das ist ja eindeutig Notarzt von den Johannitern. Hat er sogar die Kleidung von denen an. So, und jetzt warten wir noch auf den Bestatter. Was hat die Person? Rauchgasvergiftung. Ja, der Notarzt bleibt mal zur Absicherung erstmal vor Ort, ob der RTW den benötigt. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis jetzt da ist. TH0, VU-Sachschaden. Beim Burger King einfach mal gegen den McDrive gefahren, den Drive-Thru gefahren, so. Einmal mitnehmen. Gucken wir mal, ob die einen Notarzt brauchen. Brauchen sie nicht. Fahren wir halt wieder weg. Kommt das hier weg? Polizei ist nicht vor Ort. Bestatter ist jetzt vor Ort. Kreislaufkollaps. Ja, stelle ich mal hier. Kreislaufkollaps nehmen wir mit. Nach Alarmierung. Ich
Der Täter ist noch im Gebäude. 4 weitere Leute werden benötigt. Gut, dann haben wir hier alles. Nehmt die den Patienten mit, also den Patienten, die Leiche. Und alle anderen, ich weiß nicht, zu wem du gehörst, aber du nimmst die Person mal dahin mit. Du kannst vor allem mal wegfahren, damit du wieder verfügbar bist. Der kann zurück zur Basis und die anderen fahren mal auf Streife. Straftäter-Mord auch durch. Ja, jetzt haben wir natürlich den hier wieder mit Blaulicht. Aber das passt schon. Und gleich haben wir dann tatsächlich mal alle Einsätze abgearbeitet. TH1, Verkehrsunfall. Oh, mit Sachschaden und Schlägerei. Mach das mal nicht. Schicken wir gleich mal 2 Streifen weg. Okay, wir können da noch keinen von unseren Leuten hinschicken, wegen der Brandgefahr. Den können wir mal ganz kurz mitnehmen. Okay, wir sind halt... neben der Rettungswache. Deshalb kommen die hier so schnell. Muss auch mit dem Brand da löschen. Menschenrettung. Du guckst da mal rein. Ein zweiter RTW ist ja unterwegs, aber wahrscheinlich brauchen wir einen dritten, brauchen wir auf jeden Fall. Ja, perfekt.
das nehmen wir. Dann macht der hier unten. Der steht mir ein bisschen zu sehr im Weg. Kann auch eigentlich hier gleich mal mitnehmen, dann steht der mir nicht mehr im Weg. Keine Person im Fahrzeug. Ah, gut, jetzt nicht mehr. Na gut, drei RTWs haben wir, das sollte passen, soweit. Brauchen sogar nicht nur extra Notarzt. Perfekt. Dann schnapp du dir doch mal einmal Müllbindmittel. Dann schnapp du dir doch bitte einmal Fangstoffe. Und wir brauchen wieder die Stadtreinigung. Bindemittel und der Herr mit dem Tankstoff. B2 Brandstifter. Es kann ja auch nicht einfach nur ein Brand sein, es muss natürlich ein Brandstifter sein. Toll. Wir brauchen jetzt auch noch einen Notarzt, perfekt. Aber der ist ja hier vor Ort, der braucht da auch einen Notarzt. Hol Geiselnahme. Ja, jetzt beruhig dich doch mal wieder hier. Neff, zweites brauchen wir auch noch, kann sich damit anschließen. Nur das und das, die können komplett weg. Du nimmst mal den damit. So, bevor wir das SEK schicken, gucken wir mal erstmal ganz kurz, dass wir jetzt den hier einfangen. Pepper Spray, go. Geiselnahme, so. Polizei, SEK. SEK Linzing. Müssen wir jetzt echt aus Linzing hier ist das SEK dahin und beordern? Okay, KDOW und SWAT 5. Oder Sonderwagen 5, keine Ahnung. Gefängniswagen auf jeden Fall. Zwei Streifenwagen zur Absicherung wären nicht schlecht. Einen Rettungswagen wäre auch nicht schlecht. So. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. So. Oh, das ist erstmal das Gröbste getan. Wo sei ihr, hä? Habt ihr nicht? Wo sind denn die hin? RD, ah, Kreislaufkollaps. Ja, dann abtransportieren. Kreislaufkollaps schicken wir mal schnell RTW. Brauchen wir jetzt hier überall einen Notarzt? Die brauchen auch einen Notarzt, dann brauchen wir noch einen Notarzt hier.
So, so, so. So. Und hier brauchen wir mal Einsatzkräfte. Wir können ja schon mal ganz kurz, der kümmert sich hier um die Absperrung. Sitzt natürlich immer noch nichts. Aber der kann ja schon mal verhandeln. Ihr seid fertig, ihr könnt weg. Dann ist das auch fertig. So, SEK ist vor Ort. B0, Kleinbrand. Mal gucken, wie viel SEK die brauchen. Und ich brauche nur 3, ja, perfekt. Haben wir da immer noch Leute drin? Haben wir, ja. Okay, noch mehr. Was haben wir jetzt? Geiseln und verletzte Geiseln. Okay. RTW ist ja noch vor Ort. Gefangenenkraftbahn kann abrücken. SEK kann abrücken. Und Polizei kann abrücken. Okay, die haben mich wieder dabei, also reicht auch ein Schnellangriff. Weit hat sich sowieso nicht ausgebreitet. Der Notarzt ist mittlerweile auch eingetroffen, dann können wir hier nochmal ganz kurz abtransportieren. Notarzt wird benötigt. Nein, ich will schon dahin. Wahrscheinlich angeschossen worden, gehe ich von aus. Das hier ist auch erledigt. Das hier ist auch erledigt. Und er hat eine Schussverletzung. Von diesem Punkt aus bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Ich mache es genauso wie beim letzten Mal und schließe hier gleich danach die nächste Folge an. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, ihr habt alles schon gesagt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.